Ja moin, was geht? Willkommen im Alternate House. Ja, ich habe gesagt, ich mache eine Roomtour und Haustour. Und ja, wir sind jetzt hier. Ich bitte Sie rein. Willkommen. Und wir sind jetzt so eineinhalb Wochen. Und ja, das ist der Wohnbereich, Küche. Ist ganz chillig. Ja, wir haben alles, was wir brauchen. Das Einzige, was hier ist, ist ein Tiefkühl-Ding. Kühlschrank, wir waren vorhin einkaufen. Alter, wir sind so erwachsen. Wir gehen einkaufen. Oh mein Gott. Und da, ja, Milch, was sehe ich da? Komplex, Pokale, Standard. Ja, da sind immer noch so Checks von dem CSGO-Team vom Alternate Attacks. Und auch ganz viele Pokale. Alternate hat ja viele E-Sports-Teams. Und ja, das sind viele Sachen. Genau, haben wir extra natürlich aufgeräumt für diese Finale. Ja, dann gehen wir in den Gaming Room. Da sind sehr, sehr viele Computer. Da ist auch Frenic, lol. ATN Frenic. Hallihallo. Am Solo-Spiele. Yes. Ja, sehr, sehr viele PCs. Da machen wir, was weiß ich, wenn der Coach da ist, Analyse, Sachen, die Pokale. Und ja, da ist mein Platz. Wir sind ja im Moment zu dritt, weil unser Mid und Jungle sind in der Schule. Mit ADC, I'm retarded. Da ist Afons Platz, da ist meiner. Ja, das ist so der Gaming Room. Ist relativ groß. Wir haben auch mehrere PCs, falls irgendwas kaputt geht oder falls Leute da sind. Könnt ihr einfach an die PCs gehen. Wir haben auch einen Beamer da für LCS. Schauen wir öfters. Oder Filme eben. Und ja, das war der Gaming Room. Natürlich haben wir auch Bäder, WC, Dusche, insane. Alles Licht hätte ich anmachen sollen, aber egal. Ja, Dusche, nichts Besonderes. Da ist noch so eine Abstellkammer. Ein Defibrillator, falls mein Team jetzt Mental Breakdown bekommen oder komplett ausrasten zum Defibrillieren. Ja, waschen machen wir eh nicht, natürlich. Unser Mentor hat uns gezeigt, wie man fucking Wäsche wäscht. Weiß er es, gell? Und ja, wir gehen jetzt hoch, da sind Schlafzimmer und noch ein Bad. Ich mach den Licht an. Ja, gehen wir erstmal ins Bad. Ja, das Bad ist sehr nice. Das ist so, das ist, glaube ich, relativ modern. Das ist ein sehr nice Bad. Klo, Dusche, Waschbecken ist da, alles da. Ja, geiles Bad. Und jetzt gehen wir in unser Schlafzimmer. Wir haben da Hochbetten, aber die werden bald renoviert. Also genau, ich meine, wir haben alles, was wir brauchen. Das sind so Schockbetten, da können viele Leute schlafen. Wir sind ja eher zu dritt. Also ist es vom Platz her relativ nice. Und ja, das ist mein Zimmer. Da bin ich, da bin ich auch. Ja, ein bisschen unordentlich, aber wir sind E-Sport-Spieler. Also nichts Besonderes. Na gut, dann denke ich mal, war es das für die Haustour. Die war relativ kurz, glaube ich. Ja, bewerten und kommentieren. Ihr wisst Bescheid. Teilt das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal.